Ja, mit Essen geht es munter weiter, denn die See macht immer sehr, sehr hungrig. Und wir haben auch schon was ausgewählt heute. Es gibt klassisch deutsch Rotkohl mit Klößen. Wir haben immer sehr, sehr tolle Sachen hier. Das ist zum Beispiel eine Tomaten-Vinaigrette, die ich da auf meinem Salat häufig habe. Ja, und ganz lecker noch natürlich zwei Teebeutel. Die werde ich wahrscheinlich dann als Nachtisch verspeisen. Ja, ist der erste Tag, wo wir heute draußen essen können. Das Wetter ist also wirklich so toll. Und, ja, ihr seht schon, werde so ein bisschen angestrahlt. Aber es ist wirklich super angenehm. Das Schiff ist auch ein bisschen ruhiger jetzt, wie man sieht. Und hier ist übrigens unser Außenpool. Wir haben ihn noch nicht ausgetestet, aber er soll beheizt sein, um die 30 Grad oder so. Das werden wir sicherlich auch noch tun. Allerdings ist man natürlich dabei nicht ganz unbeobachtet. Okay, und los. Bei strahlendem Sonnenschein genieße ich hier meinen Gulasch und er schmeckt vorzüglich. Ich koche ja auch sehr gerne, wie manche von euch sicher wissen. Und ich muss sagen, alles, was es hier an Bord gibt, das ist echt erste Sahne. Der Koch hat es wirklich drauf, es schmeckt total fein, super abgestimmt an Gewürzen. Und bevor wir gefahren sind, hat meine Oma netterweise für mich nochmal Sauerbraten gemacht, weil sie sagte, ja, auf Weltreise 4 Monate bekommt er es bestimmt nicht. Hier ist es, mein Sauerbraten. Ja, absolut herrlich hier. Wir haben uns dazu entschieden, einfach hier zu bleiben, noch ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Einfach wunderbar. Das Wetter ist echt optimal. Und es wackelt auch nicht mehr so. Heute Nacht bin ich einmal beinahe aus dem Bett gerollt, weil eine Welle kam. Aber jetzt ist es ganz ruhig und das Schiff schwankt schon noch ganz leicht. Das ist ja schön hier oben, ne? Das ist super. Guck mal, die Aussicht, die ist grandios. Man kann über 1, 2, 3 Etagen schauen. Das Wunderbare, man hat einen ganz tollen Rundumblick. Also wenn jetzt hier irgendwo Wale oder Delfine auftauchen würden, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist hier im Atlantik, dann könnte man alles super sehen. Jetzt brauche ich nur noch ein Fernglas. Das habe ich leider auf der Kabine gelassen. Aber ist toll, ne? Schaut mal. Seid ihr nicht total begeistert? Das ist ab sofort mein auserkorener Lieblingsplatz hier. Wir sind jetzt ganz vorne hier am Schiff und es ist ganz ruhig. Ganz seltsam. Hier weht kaum Wind. Ganz tolle Stimmung. Super Blick, das kann man nämlich bei den ganzen neuen Schiffen, kann man gar nicht mehr nach vorne gehen. Ihr erinnert euch, wo wir das zuletzt gesehen haben, ne? Das ist nur Titan. Und wie ist es hier so? Super, ganz frisch. Ganz ruhig. Matt. Aber wir sind doch ganz vorne, das kann doch gar nicht ruhig sein, oder? Eigentlich erwartet man ja, dass vorne immer total windig ist, aber hier ist wohl gute Windlage. Das Schiff fährt sehr ruhig. Echt erstaunlich, weil als wir vorgestern hierher gehen wollten, schlug uns der Wind so ins Gesicht mit. Fast weggeflogen, aber hier ist es bald mysteriös ruhig. Ich hoffe, man hört das auch. Oder?
Vielleicht kann ja manchmal sein, dass in der Kamera so ein paar Windgeräusche mitkommen, aber es ist wirklich ruhig hier.